Ja, moin Leute, hier ist wieder Seta, aka Devilmaus von theyoungfamily.de und wir machen heute eine Event-Time und zwar mit Bowsbleef. Und zwar, die Leute joinen jetzt hier schon alle fleißig, ne, und ich schreibe mal, dass alle nochmal joinen sollen. Ne, und ja, damit die auf jeden Fall Bescheid wissen. So, gut, jetzt bin ich wieder voll für euch da und wie gesagt, wir verlosen heute natürlich einmal ein nettes Kit für XP-PvP und zwar, es geht jetzt los, die Spieler starten hier in der Mitte und zwar, es wird ein großer Kampf werden, sage ich euch. Wir machen ja drei Runden und ja, die erste Runde läuft jetzt, wie gesagt, ne? Wir schauen mal, was hier so abgeht. Ja, ich werde mal einen ganz kurzen Cut. So, hier nur wieder nach dem Cut. Und wir werden auf jeden Fall jetzt hier diese Runde. Läuft noch. Ne, ich hatte eine kleine technische Schwierigkeit. Musste nur kurz was umstellen, aber jetzt wieder alles tutti schickilacki. Ne? Und die Runde läuft noch. Der Gewinner steht noch lange nicht fest. Es sind noch viele User hier natürlich mit bei, wie ihr seht. Die rennen hier alle noch rum. Na, ich werde das Ganze mal jetzt aus einer Eckperspektive, sag ich mal, beobachten, wo ich ein bisschen reinzoomen kann. Wo ich ein bisschen noch was sehe. So, ich werde es mal so lassen auf jeden Fall. Wir sehen. Ja, wir sehen viele Leute rumspringen, ne? Most of Unique ist zum Beispiel noch drin, der Ziegel ist noch mit drin, Darklu zum Beispiel, die kämpfen alle gerade nebeneinander, gegeneinander. Ja, wir schauen mal. Wie gesagt, Bowsbleef kennt eigentlich jeder. Man kriegt einen Bogen mit Verzauberung und man muss halt den Leuten den Boden unter den Füßen wegschießen sozusagen. Ja, und bei uns sehr beliebt eigentlich auf dem Minigame-Server und die Leute zocken das eigentlich ab und zu mal. Neben XP-PvP natürlich seht ihr auch im Chat auf jeden Fall, ne? Und ja, diese Runden dauern natürlich, wenn 24 Spieler sind, ein klein wenig manchmal. Und deswegen werden wir mal sehen, wer dieses Kit jetzt zum Beispiel zu diesem Event gewinnen wird. Nein, der Spongy ist auch wieder gut mit dabei. Der hat letztes Mal, glaube ich, bei dem Jump'n'Run-Event auch ein Kit gewonnen. Ja, wie gesagt, es lohnt sich immer mit dabei zu sein. pvp24.me oder unsere Website natürlich, tjfmc.de. Und ja, einfach mal darauf schauen und da immer aktuelle Sachen auschecken, was wir so machen und so. Auch gerne mal bei uns mit auf dem Server joinen. Momentan sind hier auf dem Minigame-Server, gucken wir mal gerade allgemein. In der Lobby sind 23, jetzt sind hier gerade auf dem Minigame-Server 30. Ja, und die restlichen Server sind jetzt gerade, weil wir da Wartungsarbeiten teilweise haben, auch nicht besetzt. Wir haben auch ein größeres Projekt, was jetzt bald rauskommen wird. Und ja, darauf könnt ihr euch schon freuen. ja, wie gesagt, wenn ihr dieses Video schaut, hinterlasst auch gerne mal einen Kommentar. Oder beziehungsweise, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall ein Like. Das hilft mir natürlich, beziehungsweise das hilft dem Server auf jeden Fall, natürlich weiter oben erkannt zu werden, beziehungsweise schneller erkannt zu werden, öfter gefunden zu werden. Und deswegen wäre das ganz cool von euch auf jeden Fall, wenn ihr da mal so ein Like oder so ein bisschen aktiver sein würdet. Für diejenigen natürlich, die das hier schauen. Und dann, ja. Ja, wie gesagt, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Nein. wir schauen mal, was jetzt hier so abgeht noch. Es läuft auf jeden Fall noch diese Runde. Es sind noch viele Leute mit dabei. Wir schauen mal, bis wir diese Aufnahme vielleicht in ein oder zwei Cuts halt machen. Ich weiß es nicht genau. Beziehungsweise in ein oder zwei, ja. zwei Aufnahmen wahrscheinlich splitten oder so, denke ich mal. Und, ja. Wie gesagt, die Runde ist noch stark im Laufen und wir werden, ich werde mich jetzt einmal vanischen, bevor die Leute denken, ich bin noch mit dabei. Ja. Vanish ist, glaube ich, die bessere Aktion auf jeden Fall. Ich werde hier so ein bisschen mal mit rumfliegen. Der Erposel ist auf jeden Fall noch am Start. Und wir werden mal einfach gucken, wen wir mal beobachten. Wir beobachten mal Hunter Eye. Mal eine kleine Runde. Und zwar, oh, er ist runtergefallen. Leider. Und, ja, wie gesagt, hier ist noch, wen beobachten wir jetzt? Wir beobachten Most of Unique. So, Most of Unique springt und alles schießt trotzdem nochmal ab und zu mal. Er ist eigentlich recht gut in Jump'n'Run, soweit ich noch weiß. Und er ist schon der erste Flucht runtergefallen, weil er Angst vor ihm hatte. Ne? Es werden auch noch ein paar Leute wahrscheinlich mit zugucken, oder? Beziehungsweise auf dem Zuschauerbalkon ist gerade leer. Ja, aber es sind noch genug Leute da. Wir werden auf jeden Fall noch eine zweite Runde gleich starten. Diese Aufnahme läuft danach natürlich auch noch. Und ja, schauen wir mal, was so abgeht, Leute. Wie gesagt, ich werde mal Spongy weiter beobachten, weil er ist auf jeden Fall immer auch mit gut dabei. Und er geht aggressiv gerade vor hier gegen die User. Da ist Most of Unique. Oh, die beiden treffen aufeinander. Ich denke mal, das sind so die Favoriten momentan. Den anderen User kenne ich jetzt leider gerade nicht. Dennoch hoffe ich, er hat das Glück, vielleicht zu gewinnen. Ne? Und ja. Ja, es wird natürlich so sein, dass kein Teammitglied den Gewinn bekommen wird, sondern wenn der zweite davor halt sozusagen war. Na, hier wird es schon wieder knapp.
Na, weil die Leute da im Chat halt gerade fragen, wie ich gerade sehe. Ich gucke das so nebenbei ab und zu, ich sehe das nicht alles, ne? Ja, Spongy, wie gesagt. Spongy ist stark am... Oh, ich hoffe von... Oh, er hat ihn jetzt beinahe hinterrücks runtergeschossen. Aber er ist gut im Bogenschießen, wie man gerade merkt. Ziegel ist zum Beispiel auch noch mit dabei. Das ist auch ein Favorit. Ja, wie gesagt, wir schauen mal, was so abgeht. Es sind, glaube ich, noch 5 Leute jetzt mittlerweile. Die fallen ja alle nacheinander schon mal raus. Das ist schon mal sehr gut. Ja, es sind noch 5 Leute mit dabei. Beziehungsweise 4 Leute. Ja, 4 Leute. Ich dachte, da draußen, und zwar Crack Master HD. Dachte, ich gehört auch noch mit dazu. Ja, wie gesagt, wir haben hier viele tolle Minigames. Mich würde es freuen, wenn ihr auf jeden Fall das mal ein bisschen mehr zocken würdet und uns ein bisschen mehr Feedback geben würdet und ein bisschen mehr die Leute dazu anheizen würdet, ne? Es wird auch bald ein Punktesystem geben, wo ihr halt auf jeden Fall dafür Punkte bekommt und dafür euch auch Sachen wie Freischalten bekommt oder Achievements. Daran arbeiten wir zurzeit stark, ist aber recht schwierig, weil momentan halt recht wenige Leute darum die Erfahrung haben, sowas zu machen. Zu programmieren halt. Eigentlich ist es nicht so schwierig, aber die haben halt recht wenig Zeit. gut. Wie gesagt, weiter zum Event hier. Ne? Wir machen eigentlich jeden Sonntag, nehmen wir Wer wird TOTF auf. Das ist eine Sendung, wo ihr im TS auf jeden Fall sein müsstet. Könnt ihr mal gerne in meinem Kanal natürlich nachschauen. Da findet ihr mehrere Folgen schon. Ich glaube, mittlerweile gibt es 24 Folgen schon, also 13 Folgen, A2 Sendungen sozusagen. Ja, das wären 26, nicht 24, Entschuldigung. Aber es müssten 25 sein, weil eine Folge ist einmal nur eine geworden. Ja, dieses Projekt kommt auf jeden Fall immer jeden Sonntag um 18 Uhr auf dem Server. Ja, dann nehmen wir halt jetzt ab und zu mal halt so eine Sachen halt auf wie Boastbleef oder halt unser Pferderennen-Event, könnt ihr natürlich auch auschecken. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das mal so ein bisschen verbreitet. Und, oh, Spongy ist runtergefallen. Oh, ich glaub's nicht. Spongy ist runtergefallen. Nein, jetzt müsste ich so ein trauriges Dings einblenden. Vielleicht mache ich das ja. Mal sehen, schauen wir mal. Spongy war jetzt eigentlich so der Favorit, wo ich dachte, er gewinnt. Na, jetzt ist aber hier noch Most of Unique. Und, ja, da hat er schon gewonnen. Nice. GG. Und zwar die erste Runde hat Kisas Tax gewonnen. Und ich verabschiede mich und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, hinterlasst ein Like und bis dann. Ciao.